Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Gunfire Reborn. Ihr ist die ganze Zeit nur bis alleine gespielt. Jetzt habe ich Jungs wieder dabei. Der Michael, der spielt den guten Hund. Und der Lasse spielt den schönen Vogel. Bitte? Achso. Der Lasse ist gut zu vögeln. Ja, Moment. Was? Bist du nett lieb zu Vögeln? Ich glaube, er hatte so Erfahrungen noch nicht. So, was kriegen wir denn Feines an Waffe? Oh ja, ich darf's Kunai mitnehmen, wenn das Schrott ist. Naja, auf jeden Fall. Und ich dachte, Lasse, du wärst vor mir mit dem Rebellen. Lol. Nein, du bist einfach zwei Level unter mir. Ich dachte, oh. Ich nehme Modi mit. Also in der Kiste habe ich oft nur Schrott drin, habe ich das Gefühl. Mhm. Ganz selten, wenn ich mal richtig gute Waffe habe. Hey, lass mir auch was überrichten. Boah, ich hoffe, ich hier ruhig. Yo, hier ist schon mal gleich Gatling Gun. Ne, Hölle. Aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, sobald ich sie austauschen kann, kannst du sie kriegen, Michael. Weil du kannst ja beide gleichzeitig benutzen. Ja, was hast du denn eigentlich? Gatling! Achso. Ah, Gatling auch noch nicht gefallen. Gatling ist auf jeden Fall richtig angenehm. Klar. Wie sag ich dir, sobald ich sie austauschen kann oder dir geben kann. Jetzt habe ich ein bisschen mit dem Scharfschützengewehr gespielt, das fand ich nicht verkehrt. Ja, aber nicht wenn du alleine bist. Ach, alleine, aber ich hatte das schon einfach keinen Schaden mehr gemacht. Das war echt aber das Interessante ist, Lasse, du müsstest eigentlich voll in den Nahkampf gehen. Ja, ich weiß. Hm? Aber ich hab noch nicht zum Nahkampf. Hm. Er hat noch nicht das Schwert. Ich hab schon die Armorregel dazu doch. Was sind eigentlich die Spezialfähigkeiten vom Vogel? Du hast einen Cleave Attack, also du machst einen Schlag mit dem Flügel. Okay. Und dein Ulti kannst du nach vorne springen und Superangriff machen. Also genau, das ist das. Und du kriegst keinen Schaden dadurch. Und das Wichtige ist, er hat keinen Rüstung. Ja, er hat Rüstung. Die Rüstung regeneriert nicht. Das kann nur regenerieren, wenn du Leute. Okay. Au! Hier unten ist der Händler. Oh. Das ist cool. Händler. Toll, nehme ich jetzt eine andere Waffe oder heile ich mich? Bewegungsgeschwindigkeit, perfekt. Ich bevorzuge immer eine Schriftrolle beim Händler. Ja, aber der hat bei mir keine gehabt, deswegen. Ja, der hat nicht meine. Ah, oh, krass. Ich hatte beim letzten Solo-Run auch kein einziges, also irgendwie 6 Händler gehabt und kein einziges meine Schriftrolle drin gehabt. Ja. Zwei Fälle sogar gar keine Waffe. Das war ich kann die Waffe wechseln. Scheiße. Ja, bitte. Hast du Gatling? Wirklich. So, Gatling nehme ich. Ja. Mal Feuerschaden mehr. Auf geht's, ab geht's. Nächste Runde.
Umso näher kommen sie ran, hier wenn sie beschießen wie an dem Stand. Jetzt brauche ich noch eine zweite Waffe, die nicht dieselbe Munition hat. Das wäre perfekt. Naja, ich habe hier eine Blitzwaffe, aber die, die Mupfel, welche? Weiß aber nicht, was ich davon halten soll. Das wäre ja bestimmt von meinen Schwingen. Wupfel gegen Bogen? Wow. Also, der Bogen ist ja noch schlimmer. So, Resul gegen eine Mann Schriftrolle. Ich habe Faunen auf Live bekommen. Ich hab Leben verlieren, ich hab hier kaum Leben. Ja. Elementargewebe. Elementar versucht beim Wechseln vom Waffeninhalt von Elementar Schaden. Okay. Schön, dass ich die Waffe nicht wechsle. Oh, da ist ein Void. Ein Void? Oh, nein. Ich bin hier viel. Nach. Das gefällt mir. Wollen wir noch eine Void gehen oder? Also wir werden eine Angel geben. Achso. Zwei. Holy was? Ja, zwei Void. Gibt eine kurze Runde. Krieg nicht mehr, weil die Waffen, wo ich hab, sind so kacke. Wow. Bei jedem Feind, den du das hast, so zugeschickt in der Mitte. Wow. Die kriegen das auch nicht auf den Platz. Oder war hier irgendwo ein Händler? Am Anfang war einer, ich gehe zurück, aber ich glaube, da kommt man nicht mehr hin. Mit der Barriere. Nee, ich glaube, das war noch da, bevor wir weitergehen. Ja. Na komm, dann gehen wir in der ersten Rift drin. Hm. Lass, wir retten dich so schnell es geht. Oh, oh. Oh, leck mich doch am Abel, ey, das ist doch. Wie wollte ich, wie soll ich denn so Schade machen? Was? Auf geht's, die Schande, na, na, na. Ja, ja. Nicht
will Stände kaputt machen. Macht er mir überhaupt keinen Schaden? War das gelbe Zahl ist denn gut? Er hat noch Panzerung ohne Ende und ist noch voll. Ja, und ich hab gleich kein Muni mehr. Das geht nach dem Bomben raus. Boah, noch 16 Schuss habe ich, das ist ja gar nichts. Funktioniert die besser, aber der hat Rüstung. Das lass ihn doch einfach, geht ja nicht, weil die Boston ist auf 3 Mann ausgelegt. Das ist halt. Ja. Alter, so, das ist doch scheiße, das da. Komm, stirb! Oh, leck.
vorhin hatte ich gut die Rolle gehabt. Die hat mir, egal was für Munition ich aufgenommen habe, hat mir die Munition gehabt, wo ich gebraucht habe. Ja. Dass die Waffe so gut wie kein Schaden macht. Also alleine gegen so viele. Nope. 28, da kriegt man gar nichts. Wer in die Hose geschisst dabei? Naja. Vielleicht neue Runde starte, vielleicht wird's besser. Doch nicht Vogel. Bin mal gespannt, wie die Katze wird. Also der Tiger, besser gesagt. Also ich finde bis jetzt die Standardkatze am besten. Ja, mir gefällt dir. Also mir gefällt dir auch so. Optisch her finde ich den auch schön. So, was gibt's? Der Handschuh. Ich nehme die wieder. Jetzt nicht der Burner, aber. Also wie gesagt, die Waffe. Wenn er da ist, dann sagt er nichts mehr mit uns. Michael will nicht mit uns reden. Hartnäckig, selten, 0,2. Michael will nicht mit uns reden. Mit uns reden. Er kann uns nicht mehr leiden. Ja, naja, schade. Ja, war eigentlich ein cooler Typ, aber jetzt, wo er nicht mehr will. Also. Pumpgun. A Pumpgun. Oh, Sphäre hält länger, aber mehr Rauchgranate. Mehr Granaten. Jetzt kann ich wieder reden. Eieiei. Ach, jetzt redet er wieder mit uns. Jetzt sind wir wieder cool. Ich will auch nicht, dass hier meine Mutter die ganze Zeit reinreitet. Arschgeil. Oh, da ist noch eine neue Waffe gedroppt. Dann. Stimmt. Oh, das ist wieder ein White. Jetzt haben wir es gut mit Voids. Wieder. Ja? Ja. Also ich habe plus 1% Leben zwischen einem Stand von 7 Meter. Ich habe mein Leben verloren und 50% Kupfer gehen bekommen. Oh.
Wenn die Pump schneller nachladen wird, wäre die richtig cool. Heiße Fusele! Ja, das ist das habe ich hier bekommen. 6er-Treffer, jeweils 5 Schüsse verursachen der nächste Schuss. Das ist doch schön, meinte ich ihn jetzt. Toll, ich muss noch mal kurz zurück. Muss die eine Waffe austauschen, wenn es geht. Ja, ja, wir machen auch. Explosion. Weil die Pumpgun hat die gleiche Munition wie deine Shrieker oder wie das Ding heißt. Ja, verständlich. Und dann ist mir halt schnell out of mana. Mana? Ja, klar. Cool. Ich wusste gar nicht, dass ich die Magie benutzen kann. Ja, bei der Stromwaffe schon. So, war das schlecht. Ja. Hey, wie gut wäre man nicht bezahlt, haben wir gehört. Schade. Ah, das ist auch ein Wipe, das ist schön. Vorsicht! Doubleheads! Okay. Hier ist ein Craftsman und eine rote Truhe. Ja, da oben. Sorry. So ein Raum mit Sätzen. Moment, ein bisschen beschäftigt. Lassen wir es mit Fremdwörter um sich. Also in der Mitte ist eine getroppt für mich. Ich kann mal gucken, was es ist. Also, das ist die Dämonenwaffe immer in der Mitte. Ich habe hier auch Waffen. Einmal Kavallerie. Ja, Kavallerie plus 1 habe ich hier. Bei mir auch. Ja. Eigentlich alles schlecht. Und dann hätte ich noch Hölle plus 2. Erstmal einen anderen. Na, was ist los? Nicht so gut. Eigentlich schon, aber das kann auch richtig in die Hose gehen. Ach, auch spannend. Sprich an. Mein Leben und meine Schützen ist halbiert, dafür kann ich mich zweimal wiederbeleben. Na ja, nee, okay. Das verstehe ich. Ich hab's verlieren. Magische Rolle erhalten. Blitzfang, okay. Ah, ey. Leben sich voll auf und nichts kriegt raus. Geil. Totaler Handschuh. Hast du ausgewählt, weil ich hab ja auch was gemacht. Vielleicht hast du missklickt. Nee, ich hab nur die drei Sachen, die ich hab. Du hältst Immunität gegen Verlangsamung. Okay, das ist schön. So, ich hab. Schlafende Kugel. Je weniger Kugeln im Magazin verbleiben, desto höher ist der. Auf dem Schaden. Ja, Moment, ich muss noch zum. Gott, was ist denn jetzt?
Ja, er wirst schon mal hinten. Müssen wir heute gegen den Grund oder gegen, eigentlich gegen Vorsicht! Ich beende jetzt erstmal die Aufnahme, oder? Ich bedanke mich für alle Beteiligten fürs Zusehen. Wir gucken, dass wir den Raum noch so ein bisschen überleben. Haut rein, genießt den Tag und tschüss.